Omar Tassat. Ich begrüße dich auf den Wellen der Wirklichkeit. Ich bin Blue Star, der Delfin. Des Lichtes und der Liebe. So trete ich heute zu euch in euren Herzensraum, um euch tief, ganz tief an die Freude eures Innersten zu erinnern. Die Freude trägt alle Wirklichkeit, alles Licht. In der Freude ist alles, was dir nicht dienlich ist, vergessen. Die Freude bringt dir Kraft, Frieden, Leichtigkeit und Zuversicht. So seid ihr manches Mal dabei, eure Spiritualität und euren Weg sehr, sehr ernst zu nehmen. Und manches Mal überhört ihr euer inneres Kind. Es ruft und will spielen. Es liebt den Jetzt-Moment. So gehe in dein vereinigtes Chakra. Geh in dein Herz und lasse sich ganz von selbst all deine Chakren in der Mitte sich verbinden. So komme ich in der Frequenz und Schwingung von 999 und bitte dich, mit mir hinab, sowohl hinaufzusteigen in die Fluten des Wassers, des verlichteten Lichtes auf Erden. Reines, klares Wasser umspült all deine Körper, deine Zellen, dein ganzes Sein. Lasse dich fallen. Und beginne zu spielen. Sieh und hör, wie die Delfine in einer Gruppe zu dir strömen, dich anstupsen, in wunderschönen Formationen schwimmen und dir so ganz individuell ihre Botschaften senden. Diese Botschaft ist einzig mit dem Herzen zu verstehen. Diese Botschaft klingt im Spielen, in der Leichtigkeit des Seins, die immer jetzt geschieht. So wisse, wann immer du bereit bist, auf dein Herz, deine Seele, dein inneres Kind zu hören. Bist du im Jetzt? Und aufgelöst ist die Illusion der Zeit, des zu viel Geschehens, des Stresses. Denn wenn du immer deinem Herzen, deinem inneren Kinde, deiner Seele folgst,
und dich fallen lässt, wirst du entdecken, dass du alles schaffst, alles tust aus dem Jetzt-Moment heraus, wie es richtig und gut für dich und einfach nur vollkommen ist. Keinerlei Gedanken brauchst du dir machen. Die Sorge tragen. Denn lässt du dich führen von deinem Herzen und deinem innersten Selbst, so wird alles, alles, alles genau zum richtigen Zeitpunkt für dich geschehen. Wirst du die Impulse in dir umsetzen, in Freude und Leichtigkeit, wie es dir gut tut, dir Kraft schenkt und dir noch tiefere Geborgenheit in deinem Alltag schenkt. So schwimme immer weiter und tiefer mit uns in den wundervollen, lichten Wellen des Wassers von Lady Gaia und fühle die Verbindung des Wassers, das immer eins und in Verbindung mit den Landmassen ist. Wie eines das andere trägt, nährt. Doch das eine ist, obwohl es einen scheinbaren Unterschied gibt. So schwimme mit uns bis zum Grund des Wassers, wo der Sand und das Wasser eine eigene, dir scheinbar unbekannte Welt ergibt. Sieh dir alles an und genieße es. Die Korallen, Fische, alles, was hier ist. Sieh, wie es aus sich selbst heraus leuchtet, weil es im Frieden ist. So du das Bedürfnis hast, hinaufzutauchen, so tue auch dies. Schwimme bewusst entgegen dem Lichte und den Strahlen der Sonne. Tanke auf und erinnere dich, der Wechsel der Welten, das Schwimmen und Gehen über der Brücken kann in Leichtigkeit für dich geschehen, so du deinem Impulsen folgst, so wie jetzt. So tauche auf, nimm einen tiefen Atemzug, lasse dich auch oben treiben, dich vom Wasser tragen, wie es dir beliebt. Und so umspüre dich weiterhin das Wasser. Reinigt all deine Körper, klärt dein gesamtes Sein, sodass du dich immer leichter fühlst. Lasse los, lasse alles hinter dir, was nicht deiner Herzenswahrheit entspricht. Wisse, du bist frei, geboren, um zu leben, zu tun, einzig das, was dein Herz zum Schwingen bringt, in Verbindung mit deinem Alltag und der sogenannten Realität. Finde die Mitte, schwimme und geh auf den Brücken hin und her, wie es dir beliebt. Entscheide dich für die Leichtigkeit,
zwischen den Ebenen der dritten Dimension und fünften Dimension zu wechseln. Denn du bist darin ein Meister, eine Meisterin. Und so du dies noch nicht in dir fühlst, hast du es nur vergessen. In einem einzigen Atemzug kann es geschehen. So schwimmen wir wieder auf dich zu, umkreisen dich mit unseren wunderschönen Klängen der Freude und der Liebe. Genieße diesen Moment, in dem wir mit dir spielen, dich umringen, dich beklingen und beschwingen. Nimm all an, nimm all die Energie an, die wir dir jetzt senden. Atme sie tief in dich hinein, sodass sie dich auch in deinem späteren Alltag beschwingt, dich an dein inneres Kind erinnert, dass du in jedem Moment bist. Das Kind, das in Leichtigkeit tut und sogleich geschehen lässt, was auch immer da ist, was authentisch ist und frei in seinen Gefühlen und Emotionen. So erlaube dir auch, scheinbar ungute Gefühle einfach geschehen zu lassen, denn lässt du sie pur in dir emporsteigen und einfach nur sein, ohne sie zu bewerten, so wirst du das Wunder erleben, dass es einzig Momente sind, Momente des Facettenreichtums von Energie, Freude, Frieden, Leichtigkeit, Wut, Traurigkeit, Sehnsucht, Liebe. Es gibt so viele Facetten. Höre auf, sie zu bewerten und sei einfach nur im Jetzt. Authentisch, wahrhaftig. All das, was du bist. Und so werden die Wunder geschehen. Die Momente der scheinbaren Traurigkeit sich in wenigen Momenten transformieren. Lasse alles geschehen, alles sein, was da in dir ist. Einzig die Bewertung hält es fest. So mache dir bewusst, dass du immer mehr und immer stärker in der Frequenz von 999 schwingst. 999 ist die Frequenz der neuen Zeit, des goldenen Zeitalters. 999 ist die Frequenz deiner Seele, deines Herzens, deiner Chakren, deines Körpers, all deiner Zellen. Atme diese Zahlen, diese Schwingung, diesen Ton von 999 tief in dich hinein, in deinen Aurakörper, deinen emotionalen Körper, deinen mentalen Körper, spirituellen Körper, in einer Intensität, wie es dir beliebt. Informiere dich selbst und genieße diese vollkommene Schwingung der Göttlichkeit von 999 tief in dein gesamtes Sein, all deine Körper hinein.
Fühle, wie diese Wirklichkeit der Leichtigkeit und Freiheit deinen gesamten Körper und dein System ganz leicht in Schwingung bringt, dich erhöht, dich erhebt. Deinen Seelenton. Zum Erklingen bringt. So werden wir jetzt mit der Kraft und der Liebe noch einmal ganz bewusst dein zweites Chakra, das Chakra der Freude, reinigen und klären von kristallinen und dualen Strukturen, die in dir nicht mehr dienlich sind, reinigen und sie lösen, wie es zum jetzigen Zeitpunkt richtig und gut für dich ist. Und so mache dich bereit, im Tauchen dich treiben lassen, Rollen drehen oder schwimmen, wie es dir beliebt. Und so werden wir jetzt die Energie der neuen Zeit und die veränderte Farbschwingung, gelb, in dein zweites Chakra bringen. Lasse dich auffüllen mit der harmonisierenden Energie der neuen Zeit deines zweiten Chakras, durch die deine männliche und weibliche Energie sich kalibriert und harmonisiert. Sieh, wie eine kleine gelbe Acht, eine liegende Acht in deinem zweiten Chakra entsteht, alle Energien ausgleicht und harmonisiert, des männlichen und weiblichen in Balance für dich bringt, sodass du immer tiefer annehmen kannst, den Genuss des Lebens auf Erden und in der Materie, in allen Facetten und vollen Umfang, in dir manifestierst und erfährst. Lasse dich auffüllen mit der Energie, der Freude, der Harmonie, der Leichtigkeit und der Liebe. Lasse alles hinter dir, mit vier tiefen Atemzügen, was dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr dienlich ist. Und so werden wir uns jetzt in Leichtigkeit und gleichbleibender Freude ein wenig von dir wegbegeben. Wunderschön war es, mit dir zu sein. Deine Hingabe zum Jetzt-Moment und zu uns lichten Wesen, die Delfine, zu erleben. Gern begleiten wir dich zurück zu dem Land, den Ort und den Raum, wo dein alltägliches Leben stattfindet. So fühle
Dein Sein trete langsam aus dem Wasser heraus und fühle, welch eine Leichtigkeit, welch ein Klirren und Schwirren, freundliches, leichtes Schwingen deine Zellen und deinen gesamten Körper umgibt. Dich belebt und beschwingt. So sage ich Blue Star und wir Delfine in unserer Gruppenenergie. Wir lieben dich unermesslich. Großen Dank tragen wir in uns zu dir. Für den Weg, für den du dich entschieden hast. Wie du Lady Gaia und das Licht unterstützt, sodass es immer manifester wird, damit die neue Zeit sich immer spürbarer für euch alle manifestiert. Tiefe Achtung und Liebe tragen wir in uns zu dir. Und so wisse, du kannst dich jederzeit mit mir und uns verbinden. Falls es dir ein wenig schwer fällt, wähle bewusst eine leichte, fröhliche Musik, wenn du Trauer trägst oder dich unwohl fühlst. Erinnere dich an dein inneres Kind. Wähle bunte Farben deiner Kleidung oder leicht schwingende Musik. Erinnere dich an das kindliche Sein, das einfach nur ist. Wie es ist, vollkommen rein und pur. Und so lieben wir dich. Ani, o Hevet, o Drach. Du wirst genau so, wie du bist, unermesslich geliebt. In tiefen Dank an Anascha.